Ja, da ist gerade noch die Weihnachtshorlei, die meine Frau gerade eingepackt hat. Zum wieder in den Keller runter. Du musst jetzt hier schnell ein bisschen leislicher sein. Und als ich das gesehen habe, sind mir irgendwie gerade so spontan so ein paar Gedanken in den Sinn gekommen. Auch so ein bisschen ein Replay von der letzten Woche. So die ersten Arbeitstage nach den Weihnachtsferien am wunderschönen Meer. Um ein bisschen zu chillen und den Kopf verlüften vom letzten Jahr. Und da habe ich einfach gemerkt, wenn ich mit den Leuten gearbeitet habe und ich so die Hände auf dem Becken hatte, habe ich nicht nur den Weihnachtsspeck von den feinen Gutzli gespürt und vom Schinken und was auch immer noch alles zusammen gut und fein gegeben hat, sondern ich habe auch gemerkt, dass auf diesen Lendenwirbel und im Becken sehr vieles aktiv war und sehr bemerkt habe, dass das wie all Jahr die ersten ein, zwei Wochen nach dem Festtag die liebe Verwandtschaft in diesem Becken inne. Wie ihr ja vielleicht wisst, aus meinen Büchern heraus, sind unsere Vorfahren, die Verwandten, sind in der Becke. Also ich spüre es in der Becke rein und ziehe sie so nachher, tue es dann nachher berichtigen und auflösen und dann die ganze Wirbelsäule entlang drauf aufziehen. Ja, aber das können Sie mal, wenn Sie Ruhe haben, einfach ganz alleine für sich da in einem Buch von mir nachlesen, wie ich das mache. Also, ich habe gemerkt, dass die Leute nach den Festtagen extrem aufgewühlt sind, extrem in die Vergangenheit zurückgeworfen worden sind. Darum blockiert sie immer wieder ein bisschen im Becken und im Kreuz. Und das hat mich manchmal schon nachdenklich gestimmt. Weil, muss man das wirklich noch in der heutigen Zeit sich so viel Gedanken machen, mache ich es richtig an den Festtagen mit der ganzen Verwandtschaft, mit der ganzen Familie? Muss ich das wirklich noch immer noch so durchziehen, wie vor 100 Jahren das durchgezogen worden ist, im Familienkreis mit Verwandtschaft und. Ich finde das wirklich wunderschön, wenn man in der Familie mit den Kindern, vor allem wenn noch kleine Kinder dabei sind und so, die Festtage bringen und dürfen feiern. Aber muss es dann wirklich so sein, wie es vorher xxx Generationen abgelaufen ist? Müssen wir dann wirklich noch, auch zum Beispiel Teenies, einen ganzen Abend lang bis, weiss nicht wann, aufhalten, obwohl das sie eigentlich schon in diesem Alter ganz andere Sachen im Kopf haben und vielleicht irgendwie mit Kolleginnen noch ein bisschen rausgehen wollen. Ich weiss, das war bei uns auch früher so gewesen, als an den Festtagen. Es war ein Tabubruch gewesen. Das macht man nicht. Ich bin halt einfach dann heimlich abgeschlichen und in mein, also ein bisschen älter als Teenie, und bin in meinen VW-Käfer reingehockt und mit den Kollegen noch ein bisschen abhängen und so in Horgen unten. Und als ich dann heimgekommen bin, dann hat dann die Mutter die Haustüre mit dem Schlüssel von innen beschlossen, dass ich nicht mehr heim konnte. Und ich musste sagen, so los, so nicht. Ich bin da irgendwie ja, knapp 19 gewesen und musste sagen, hey, das ist meine Zeit und mein Alter und ich muss nicht mehr alles gleich machen, wie das früher war. Und ich möchte und ich wünsche mir, dass auch viele einfach auch Erwachsene, letztens hat eine Frau gesagt, die fast 50 ist, hat gesagt, es ist das erste Jahr, Entschuldigung, das erste Jahr, wo ich nicht bei der Familie, bei den Verwandten verbringe, sondern einfach einmal für mich ganz alleine in die Ferien fahre. Sie hat vorher xx Jahrzehnte nie den Mut gehabt, um das zu machen. Und das finde ich irgendwo noch verrückt. Müssen wir dann das wirklich alles zusammen machen?
müssen wir all zusammen die Erwartungen erfüllen, die unsere Familien, unsere Vorfahren haben. Können wir dann nicht einfach zum Beispiel das ganze Jahr ein bisschen mehr Weihnachten machen? Dass wir unter dem Jahr halt vielleicht einmal ein bisschen mehr würde der eine oder der andere Verwandte oder Onkel oder wer auch immer besuchen oder die Eltern besuchen und einfach einmal zu einer feinen Nacht einladen unter einem Jahr. Und ich meine, ein Weihnachtsbraten oder ein Weihnachtsgans oder was da auch immer gemacht wird, bei uns waren es auch mit Pastetli, das kann man auch unter einem Jahr machen. Und ich denke, das ist auch eine ganz eine gute Idee. Ja, und dann ist auch vieles, was immer wieder vergessen wird. Müssen wir uns dann wirklich mit der Verwandtschaft einbeschliessen, auf Deutsch gesagt, wäre es dann vielleicht nicht manchmal ein bisschen besser oder einfacher für Menschen, die einem nahestehen, die zum Beispiel in dieser Zeit Single sind, wo eine Trennung hinter sich haben oder die schon länger Single sind, ist immer so eine schwierige Zeit, dass man denen einfach wirklich mutig würde sagen, hey, los jetzt, dann und dann bist du bei mir, wir machen etwas Feines Nacht, wir machen einen gemütlichen Abend und nicht nur einfach sich abschliessen, sondern einfach einmal in seinen Kreis, in seinen Umkreis integrieren. Und ich vergesse nie mehr, ich vergesse nie mehr den Tag, wo ich auch einmal in dieser Situation war. Ich war manchmal an die Weihnachten alleine. Und wo ein guter Freund gesagt hat zu mir, Christian, meine Haustür ist offen, komm vorbei, du bist jederzeit willkommen. Ich hatte am 24. Dezember den Mut nicht, von mir aus. Ich hatte ihn am 25. gehabt. Und bin dort vorbeigegangen und bin so herzlich willkommen gewesen. Er hatte seine Eltern dort und so. Und es war wirklich sehr, sehr ein wunderschöner Abend gewesen, wo einfach Herzlichkeit eine Rolle gespielt hat. Und ich sehr dankbar gewesen bin für das. Und ich habe manchmal einem einen oder anderen Menschen gesagt, hey, los, meine Haustür ist immer offen. Und ich glaube, das sollte auch vielleicht für manche Menschen, nicht nur an die Weihnachten, wiederum auch da für das ganze Jahr, ein schöner Vorsatz sein. Gut, das wäre es einmal zu den Festtagen. Jetzt gehen wir natürlich über nach den Festtagen, haben wir 100'000 Vorsätze. Und tönt euch bitte, tönt euch nicht zu viele Vorsätze machen, weil nehmt die Liste vom letzten Jahr führen. Ich denke, es hat dort noch genug Vorsätze drauf, die ihr noch erledigen könnt, dass ihr dieses Jahr nicht noch neue erfinden müsst, die eh nicht in Erfüllung gehen. Und ins Fitness, das müssen wir nicht nur im Januar oder im Februar. Ihr könnt das ganze Jahr und den Sommer durch könnt ihr auch in den See schwimmen oder irgendwo in die Natur raus joggen und säckeln. Das tut auch gut. Also, ich empfehle euch einfach, macht euch Gedanken, was ihr das nächste Jahr an den Festtagen machen wollt. Nehmt doch vielleicht einfach mal ein gutes Buch. Ich habe hier einfach mal ein Beispiel. 7 Tage im Hippiebus. Nehmt das Buch und geht 7 Tage hier an den Strand. Ich weiß nicht genau, das ist glaube ich irgendwo in Thailand, wo glaube der James Bond mal von dem Felsen oben runtergekumpelt ist. Darum ist er auch so berühmt. Aber es muss nicht der Felsen sein. Es langt, wenn es halt einfach ein bisschen weit ist und einfach ein bisschen eine andere Umgebung ist. Und geniesst euer Leben. Ich wünsche euch alles Gute. Und hey, schaut doch noch die nächsten YouTube-Filme. Es gibt ja manchmal ganz etwas Spannendes und Interessantes. In dem Sinne schliessen wir hier den Weihnachtszauber noch ab. Mit der Harley. Tschüss zusammen.